Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia mit Misa und mir. Ja. Schön, dass ich mich vergessen habe. Schön. Na jo, wo bist du? Wir sind gerade bei Level 7 zu erreichen. Irgendwie zumindest. Beim Insektenfangen. Weil dann kriegen wir den Honigpott, glaube ich. Wenn wir den Honigpott haben, können wir die anderen Viecher leichter fangen. Dann nehmen wir den Mieser Huckepacke und dann schleife ich sie dahin. Dann können wir die fangen, die wir haben wollen. Also heißt es jetzt ganz viele Insekten fangen. Und wir sind ja schon fast auf 7. Also fast haben wir es geschafft. Also fehlen nur ein paar Teile denn. Ehrlich, Nayo? Habe ich dich immer noch nicht auf 4? Immer noch nicht. Ich hab gedacht, du hast dann so Angststättennagel gekriegt. Ja. Weil ich unsere Zuneigungsstufe auf 3 habe. Ach so. Wie Es leuchtet. fehlt noch ein kleines Stückchen und ich habe eine Zwiebel. Mag er Zwiebeln? Ahnung. Kann ich das so sagen? Ne? Ich sollte doch vielleicht irgendwas ihm schenken, was er mag, ne? Ja, so sieht das ab. Ich weiß gar nicht, ob es hier Minuspunkte gibt. Kann ich Weiß dir ich gerade auch sagen. nicht. Keine Ahnung. Da Ich ist kann den viel. Qualitätsdünger, Mujinfleisch oder Blaubeermarmelade schenken. Ich habe Blaubeermarmelade, aber die braucht noch so lange. Das ist übel. Verdammt, okay. Habe ich irgendwelche Fische, die in den Teichen hier leben? So, also ich kann das Sushi-Rezept in den Teichen hier finden mit Glüh. Teiche, Teiche. Also zwei, drei Fische mit Teich. Okay. Jetzt muss nur die richtige Uhrzeit stimmen. Also zwei sind ganztags und einer ist nur morgens bis abends. Ja, Den wir habe ich haben es gerade gerade gemacht. Nacht. So, und die zwei sind auch mit Glüh, also könnte ich drei mit einem Schlag. Ja, wenn du so viel Glühwürmchen hast, klar. 18. Ich hoffe einfach, dass die richtigen Fische kommen. Hoff mal. Stell mich auch richtig hin. Ne, hier ist Angelplatz und dann angeln wir jetzt. Angeln. Hau ab! Hier mal. Hau ab! Los! Was, das gibt extra Das hier. Punkte, du scheute Kuh. War das das Glühwürmchen? Ja, ich glaube ja. Also ich muss glühen. Ich muss Glühwürmchen. Ich liebe es ja zu angeln. Yippie-yay. Flecken, Hässling brauche ich nicht. Hiesling. Ich sag Hiesling. Hässling. Ich sag Hässling. Er sah Also, hässlich aus, Mann. öfters wir nebeneinander angeln, umso höher geht das. Ah, okay. Noch gleich Stufe 14, wenn das weitergeht hier. Oh, jetzt kommt hier noch ein Hiesling. Ja, Ein die Hässling. kommen sehr häufig. Nein! Ah. Ja, Stufe 14. Bis jetzt ist es schon mal 2. Ah. Und der große Keul. Ne, schaler roter Keul. 3. Also wenn wir 40 Mal nebeneinander geangelt haben, sind wir schon mal 40. Super.
wenn jetzt auch noch ein anderer Fisch kommen würde, wäre es schön. Nö. Lower Wels. Ist ja schon guter Koi. Ja, scharlachroter Koi, neuer Fisch. Perfekt. Scharlachroter Koi. Juppie. Weil mein Inventar ja noch nicht zu Gemüt genug ist. Nö. Na, ich krieg nun mal die Schale Koi hier. Na, komm. Leute, geh doch her. Glühwürmchen. Jetzt gib mir doch, was ich brauche. Wenigstens eine Sache davon. Riesengoldfisch. Verzauberter Kerbling brauche ich. Den kriegst du andere Seite besser. Den kriegst du am See besser. Hä? Nein, der soll in Teichen leben. Den kriegst du am See besser. Ich sag dir das. Ich hatte das letzte Mal 20 Stück gefangen. Hier steht Teiche. Geh da runter und probier den da unten zu fangen. Da geht mal Bonus dahin. Dann kommt hierher. Muss ich auch noch hinterher watscheln? Wo angeln sie denn? Du bist sicher hier? Ja. Hier soll er angeblich auch sein. Und vorne beinahe. Aber hier kriegst du ja auch hier diesen Stör. Aber kannst du den nicht nur tagsüber fangen, den? Bugastör habe ich. Über Alligatorhecht. Alligator. Und da ist wieder so ein scheiß Alligatorhecht. Kann man bloß mal 5 kriegen? Kann das sein? Ein blödes Missvieh. Hier. Alligator. Ich kriege hier immer nur Beluga-Störe. No. Bin der Meinung, die gibt es nur abends, diese Teile. Und mein gibt's doch auch nur tagsüber, ne? Ja, schön. Bei mir steht ganz tags Teich. Beide, diesen Riesengoldfisch und den verzauberten Kerbling. Ja, Riesengoldfisch kriegst du da hinten tatsächlich am Teich besser. Ja, sagt. Auch die doch. Ja, aber die verzauberten Fischmann, die brauchst du ja auch. Verzauberten Kerbfling. Ja. Aber da, dass du den ja noch nicht hattest, hätte ich den auch nicht geben können. So, wo sind jetzt hier die ganzen Motten? Und hast nicht gesehen. Bär, wir brauchen noch ein bisschen was. Unsere Taschen sind noch nicht voll genug. Unsere Taschen sind noch nicht voll. Komm, wir brauchen nicht mal mehr ein Viertel. Dann können wir den Honigpott machen. Diese scharlachroten Kreuz, die gehen mir direkt auf den Sack jetzt. Yep.
Ich nehme ihn mit. Habe ich doch richtig gehört. Du kommst mit mir. Ich glaube, Stärkchen bringt tatsächlich noch mehr. Nö. Oh, kann diese blöde Krömer wegbleiben? Kann er anscheinend ja nicht. So, fast geschafft. Du wurdest betäubt, bleib bestehen, Junge. Lauf nicht weiter. Voll auf Droge hier. Na. Ah, das ist wieder von. Ach, okay. Jetzt. Ja, Stufe 7 erreicht. Nice. Nice. Oh, du bist unserer Gruppe beigetreten. Nice. Elisabeth. Moin, Heckler. Na, was? Hallo. Bitte, bitte, Heckler. Schau mal, ich bin nicht ab, ich überwache jenes Atmen. Und ein Wort hab ich noch. Was stimmt mit Heckler denn nicht? So, jetzt können wir hübsch bitte craften gleich, hoffe ich. Mit dem Reden bitte. Hi. Bist du da gut um Sekten fangen? Der Teil ist schon mal scheiße. Zu finden mit dem Honigköder geht es viel besser. Ja, danke. Ja, danke. Du, ich kann gerade nichts bei dir kaufen. Was ist denn das nicht? Das hier. Gespinst, genau. Hält dich mal. Okay. Gut, dann gucken wir eben. Halt was passiert hier denn? Ich sehe bloß auch nicht, ich kann nichts mehr machen. Was ist denn hier? In der Gruppe. Wie sieht die Gespinstermotte aus? Blau. Blau, okay. Dann müssen wir Palierbummer schließen. Ich bin gleich wieder da. Wir machen mal kurz Pause. Achso, süße, ich muss auch meine Folge weitermachen. Und ich laber die ganze Zeit. Schön. So, jetzt mal kurz mit Auni reden, falls das denn jetzt klappt. Oh. Hast du irgendwie Motor im Hintern gehabt oder was ist das? Brumm, brumm. Auni, bist du da? Auni, bist du da? Wir wollen mal eh kurz dein Geschäft haben. Ah, da, Honigkühler. Danke, na heiß. Suchendes Glas, wofür ist das denn? Ermöglicht es dir 15 Minuten lang seltene Insekten aufzuspüren. Ah. Okay, wir wollen aber raus. Dankeschön. Danke, danke, danke. Nee, du bist es auf jeden Fall nicht. Die Gespinstschleiermotte gefangen. Na siehst du. Super, wenigstens eine. Ich gehe jetzt ein paar Honigpette machen. Honigpette. Ja. Siehst du, meine Sachen werden jetzt auch verkauft. Baumfällen morgens und mittags. Oh. Okay. Baumfällen? Was ist ein Baum? Ja, für die Sache. Hier Goldruben. Goldrubenbiene? Biene, genau. Okay. Die Biene meine. Mal kurz gucken, wie viel das kostet mit diesen Ollen. Honig da herzustellen. Honigtopf.
Und dann müssen wir auch noch gucken, ich glaube, die sind tagsüber da, diese Eulen. Insektis. Müssen wir mal gucken. Ich rasche euch jetzt mal etwas vor. Ich hab Hunger auch schon. Hä? Wir müssen verkauft worden. Achso, wir müssen ja erstmal eben kurz gucken. Nach Honigköder. Wir brauchen Äpfel dafür. Alter. Da habe ich gerade alle hinten reingeschmissen. Okay. Na. 90 Stück konnte ich noch retten. Alles, ich möchte. Und dafür brauchen wir Goldbahn. Herr Jesus. Ja, wo sie immer ist. 515 Gold pro Goldbahn. Okay. 800 Gold pro Honigküder. Ja, ich meine, okay, wenn die Goldbahn schon 515 einbringen, dann könntest du auch so die Goldbahn verkaufen. Also, wir brauchen ganz viele davon erstmal. Verschwinden die Sachen eigentlich auch nochmal irgendwann, oder? Ein Stück sollten wir reichen, ne? So, den packen wir da wieder rein, den packen wir da auch rein. Pfeile brauchen wir eigentlich jetzt nicht. So, die brauchen wir tagsüber. Naja, jederzeit. Oh, nur weil die nicht geworfen hat, Mann. Nicht aufregen. Die sind selten. Was? Diese Goldruhen. Bienen. Und ich musste schon da bei Bartu alles abholzen. Oh, okay. Kommst du auch mal rüber? Zu den Parfelminen? Wenn ich hier in Kilim alles fertig habe, ja. Warum bist du da alles fertig hast? Weil ich dir gesagt habe, dass ich meine Liste jetzt hier durcharbeite. Oh, was ist denn los? Verkehr hier. Gut, Ari. Not a lot of folks come around these parts. Deine Lampe leuchtet.
Oh, wer hat das denn jetzt schon wieder angemacht? Nochmal, ob wir jetzt hier noch was finden. So, okay, gut, Leute, dann sag ich mal tschüss, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.